Au! Oh, was für ein gefährliches Ding. Herrlich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal 2. Wieder richtig. Mein Name ist Zanel P und in der letzten Folge sind wir ganz schön vielen Testen entkommen und wir wurden als fett beschimpft. Ja, das habt ihr hoffentlich geguckt, denn das hat meine Gefühle verletzt. Aber jetzt sind wir hier in Teil 10 und ich bin mir sicher, dass sie uns 8 vorenthalten haben, aber ich weiß es nicht genau. Oh. Das ist eine Kammer, die muss man erstmal checken. Also ich sehe schon mal hier eine Riesengrube. Was macht der denn? Der danced da oder nicht? Okay, ich denke mal, ich muss darüber. Ob das klappt, sehen wir jetzt. Wuhu! Und es klappt. Gibst du mir das Ding? Ja, du kannst das. Oh, jetzt ist er enttäuscht von mir. Ob wir das Ding... Ha, haben wir darüber gekriegt. Ich glaube, hier in diesen Dingen war das sogar, wo man innerhalb von 30 Sekunden oder so das Rätsel lösen musste, oder 50. Dazu müsste ich jetzt aber erstmal wissen, was man nochmal machen muss. Da oben gibt es anscheinend einen Laser. Und den können wir jetzt unterbrechen. Einfach hier schön hinstellen. So, genau. Gut, dann. Wow, gut, dass der Laser nicht zählt, wenn man... Was ist mit dem kaputt? Also hier. Und irgendwo unten. Na toll. Na toll. Super. Okay, nochmal super. Ich brauche erst noch einen anderen Kubus. Ich war jetzt zwar oben, aber ich habe nicht weitergeguckt. Da unten war nichts. Nur nochmal hoch. Ah, ich hätte einfach nach links gehen sollen. Hier. Da kommt er. So, den brauch... Nein, der haut ab. Ich komme ja. Ich bin gleich da. So. Damit kann ich jetzt hier... Action machen, indem ich den einfach austausche. Ach, ich wäre hier sowieso durchgekommen, sehe ich gerade. So. Einmal da. Den nehme ich dann mal mit. Jetzt habe ich ja da einen Laser. Einfach immer Laser! Ach, ich weiß auch nicht, warum mich das daran immer wieder erinnert. So. Die haben irgendwie einen komischen Sound. So, jetzt hau ich da hinten gegen und der schießt mich komplett rüber. Und tada! Ganz knapp die Minute geschafft. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Ja. Ich komme auch direkt aus Talos. Da habe ich ja geübt. Ich bin bereit für schwere Tests. Übrigens kann ich schon mal vorwegnehmen, dass ich natürlich nach Portal 2 Portal 2 Koop spielen werde. Ja! Wow, was für eine Enthüllung! Es tut mir leid, dass es so langweilig rüberkam, aber ich muss das nochmal machen. Nach Portal 2 werde ich Portal 2 Koop spielen! Ja! Oh, Ekstase, hoffe ich. Ich hoffe, ihr freut euch auch darüber. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wie schön. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Oh, schade. Auf jeden Fall werde ich natürlich... Also, es geht ja gar nicht anders. Komm her. Ey, kommst du aber her. Werde ich natürlich den... Ui, was ist denn hier schon wieder? Ich werde abgelenkt. Erst gucken. Ich muss sagen, ich habe den Raum in meinem Leben noch nie gesehen. Ehrlich. Ich war hier noch nie hinter. Aber gut, dass man das jetzt macht. Was wollte ich überhaupt sagen? Ach ja, natürlich werde ich den Koop-Modus spielen. Es wäre ja auch traurig, wenn man das Spiel enden lässt, wo es vielleicht noch gar nicht endet. Vielleicht kommt da noch was. Ich sehe gerade, da ist ein Schalter. Aber der ist dafür. Also gehe ich doch lieber weiter. Denn hier ist ein wirklicher Schalter. Das da ist ja eher so ein Button. Ne, das ist ein Button. Ein Knöpfchen. Ah, da fällt was runter.
Kommen wir da hin? Komme ich. Ich glaube, man kann das. Ja, das konnte man schon immer. So, und hier muss ich jetzt ja rein. So, jetzt fällt er runter und... Nein, 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 nein! Ich wollte nur gucken, ob du liegen bleibst, aber es tut er nicht. So, hier können wir durch. Und dann... Ne, da muss ich gar nicht hin, sondern... Da lang. Komm. Komm mit, mein Freund. Ah, ne, ist gar nicht mein Freund. Das hat gar kein Herz drauf. Oh. Das ist ja traurig. Ist egal wo. Boah, der wollte keinen Schritt nach rechts mehr. Ich hätte fast das nicht mehr überlebt. Sehr ach, gut. Guck mal. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ja. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Ja, natürlich. Natürlich. Ich bin halt sinnlos grausam. Das liegt mir in der Natur. Allerdings wurde ich auch gequält. Hm, ist das dann Notwehr? Ich stufe das als Notwehr ein. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Mhm. Die kann mich nicht leiden. Überhaupt nicht. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Die war schon auf. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Hm. Hey, hey, hier oben! Ah! Oh. Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel, 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 Vogel! Ach, der ist doch so putzig. Okay. Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Wundert mich okay, gar nicht. Wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Mm. Da kommt sie. Mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Mhm. Okay, so, wir brauchen hier ein Knöpfchen. Gut, das war schon mal keine gute... Ah, ich sehe schon, da oben ist eine Lichtbrücke. Lichtbrücken sind doch so hilfreich. Okay, also, wir haben Whitley wieder getroffen. Und er hat uns versprochen, dass wir ausbrechen. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass das klappt. Ich muss da ja hinten hin. Easy. Okay. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ja, natürlich. Nur genug. Sie war gut genug. Das ist typischerweise so ein... So ein schönes Arbeitszeugnis, wenn dann drin steht, er war gut, genug. Er hat alle Aufgaben erfüllt, die wir ihm aufgegeben haben. Was heißt das übersetzt? Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Ah, der war gut, den fand ich fies. 13. Ach komm. Wow! Ich dachte, der dreht sich nicht um. Okay. Nein, es ist keiner. Huh.
Erst wollte ich keine umbringen oder umbringen. Und piu. Hinterlistiger Angriff. Au. Das war, glaube ich, auch in Portal 1 so, ne, dass ich das mal so gut gemacht habe, dass ich mich eigentlich damit hätte selber getötet. Ach, guck mal. Guck mal. So, erstmal den wegschicken. Nicht in meine Richtung. Bin ich du bist am Schießen. Ah, nicht schon wieder. Hätte ich mir fast einen Scheitel gezogen. Ach, hier ist heute schon eine Kiste. Na gut. Ich bin faul. Tada! Huch. Achso, ich dachte, hier kommt noch was, aber wir müssen wohl den Weg hier nehmen. Ob wir schon ausbrechen jetzt? Ach, das sind die typischen Ladebildschirme hier. Immer eine Tür, Ladebildschirm und dann kommt die nächste Tür. Nett gelöst. Merkt man fast gar nicht. Außer die 20 Minuten Ladezeit. Ach, um Quatsch. Konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Ich glaub dir nicht. Überhaupt nicht. Guck mal, die kann man fangen schon an, immer besser auszusehen, finde ich. Untenrum schon geil. Sagen wir mal hier so. Diese Dinger sehen schon cool aus, ne? Hier hinten noch so ein bisschen dreckig. So, auf jeden Fall haben wir hier drei Dinger und wir müssen die da reinleiten. Also zwei gleichzeitig treffen. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe kann ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Interessant. Ich habe ein total tolles Geschenk. Naja, eigentlich ist es kein Geschenk, sondern eine Bombe. Aber es ist eine geschenkte Bombe. Oder der Tod. Je nachdem, wie man sieht. Dein Overall sieht blöd aus. Das Aha. sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Natürlich. Was für ein Zufall. Und dann fällt dir nichts Besseres ein, als zu sagen, er sieht blöd aus. Uiuiui. Ja, den Fehler habe ich auch gesehen. Ich glaube, ich gehe da mal hinter? Nö. Wozu? Hier müssen wir uns schützen, das sehe ich schon. Angst. Aber ich wollte das Ding kaputt machen, das ging nicht anders. Nö. A. Oder kein A. Hört aber. Nein! Okay. Und den hier eben schnell. Mhm. So, das haben wir auch geklärt. Guck weg. Da lang. Ah, die sind die laut. Ich müsste unbedingt nach dieser Aufnahme, erinnert mich mal dran. Das ist gefährlich.
So, nach dieser Aufnahme werde ich mal die Lautstärke runterschalten. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe 2 mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Und zufälligerweise sind die etwas älter. Oh, es sind deine Eltern. Hahaha, natürlich. Was für ein Zufall. Wobei das nicht unbedingt so abwegig sein könnte. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst 2 Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Ach, die Dinger habe ich alle irgendwann früher mal gesehen. Bevor das Spiel rauskam, haben die solche Dinger, solche Mini-Videos hier, die jetzt nicht mehr da sind, aber solche Mini-Videos immer hochgeladen und ich fand die so cool. Au! Oh. Hat er noch... Was für ein gefährliches Ding. Ehrlich. Nee, ich glaube, was ist das hier? Ah, drücke mal, ich habe eine Idee. Au, au. Ja, es tut mir auch leid, das tut mir wirklich leid. Das war gar nicht meine Absicht. Oder doch. Irgendwie schon. Ich bin ja auch böse. Ah, okay. Hat nicht geklappt. Lalalala. So, wir sind durch. Ich habe die Dinger mal eben... Da hat jemand einen Teil verloren. Hallo. Hier auch. Und da. Und da. Da auch. Da auch. Und natürlich da. Und ich glaube, das Teil hatte ich... Au, okay, ist ja gut. Ich gehe weiter. Ach nein, jetzt habe ich wieder 6 Wochen Ohrwurm. Jetzt habe ich wieder 6 Wochen lang diesen Ohrwurm drin. So, Aperture Laboratories. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Ja, das glaube ich auch. Ich würde aber sagen, die Folge ist fortgeschritten genug. Wir haben viel geschafft. Wir werden das in der nächsten Folge weiter erörtern und gucken, was für Nervengift da ist. Denn das war ja so ein kleiner Hinweis, oder nicht? Oder doch? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Portal 2. Ciao!